Hey Rudolf, willkommen zurück in Willow Creek. Donnerstagnacht. Und warum sind die Sims alle draußen drin jetzt ins Haus? Weil dieses beschissene Spiel es ja nicht schafft, die Position der Sims vernünftig abzuspeichern, wenn man mal in einen anderen Haushalt geht, um da was zu bauen oder so. Wenn ihr danach auf euer gespieltes Grundstück zurückkommt, dann stehen die ja immer alle vor der Tür. Das ist so beschissen. Ja. Gut, dass ich mich nie aufrege. Naja, egal, ich habe bei den Donningers was rumgebaut für unseren Livestream. Und wenn man das halt macht und dann auf sein eigentliches Hauptgrundstück zurückkommt, dann sind die Sims, stehen die immer alle vor der Tür. Ich finde das ganz hervorragend. So ein Kack. Naja, jetzt habe ich sie halt alle wieder reingeschickt zu dem, was sie gerade gemacht haben. Also Batze hat ja hier getanzt, die anderen haben gepennt, Arisi hat Schach gespielt und jetzt ist nur Mima wach. Mima hat Hunger. Also Donnerstagmorgen. Und auch zeitlich, man verliert immer so viel Zeit. Also ich habe, wenn man irgendwie im Speicher auf einem anderen Grundstück was baut und zurückkommt, dann ist nie. Dieses Spiel ist einfach eine Aneinanderreihung von ewigen Ärgernissen. Wenn es nicht so viel Spaß machen würde, würde kein Mensch das spielen. Also ich habe wirklich selten ein Spiel gesehen, wo sie programmiertechnisch so viel Mist gebaut haben. Es kann doch nicht so schwierig sein, die Position der Sims in einem Haushalt da zu locken, wo sie sind, wenn man in einen anderen Haushalt dann geht und baut und so, also dass man, wenn man zurückkommt, dass die Sims dann immer noch da sind. Wieso können die nicht? Ja. Also egal, was auch immer ihr macht, wenn ihr wiederkommt zu eurem Hauptgrundstück, stehen die Sims immer wieder alle vor der Tür. Egal, was sie gerade gemacht haben. Ob sie in der Badewanne waren, geschlafen haben, gegessen haben, gespielt haben, spielt keine Rolle. Alle stehen vor der Tür und müssen da erst wieder reingehen. Also ich weiß nicht. Manchmal das Gefühl, dass irgendwelche IT-Studenten im zweiten Semester das Programm technisch besser hätten lösen können. Naja, Freuden der Sims-Spielerei. So, Resi, Schach. Macht Spaß? Ja. Was macht denn der Garten? Im Garten geht's den Saaten gut. Was denn damit kann man, sind die. Die können wir schon wieder ernten, oder? Das ist also hier, dass diese unterschiedliche Reifezeiten haben, Wachszeiten haben, ist manchmal immer so ein bisschen komisch, da den besten Zeitpunkt rauszukriegen. Ich glaube, also die beiden könnte man schon mal ernten. Die sehen auf jeden Fall so aus. Wir schauen mal. Ernte die beiden mal. Weil hier ist noch gar nichts. Möhren gibt es noch nicht. Und das hier sind die Weintröpfchen. Da sehe ich auch noch nichts. Und hier bei denen irgendwie auch nicht. Ja, schön. Ja, und Mima macht was? Mima liest. Ne, sie liest nicht so räumt auf. Oh, das ist aber nett von dir. Danke, Mima. Total lustig, Bücher wegzuräumen. Ja, ich bin wie immer. Ach so, nee, hör mal auf zu spielen. Ach, oh, doch, ich glaube, sie wollte mit Arisi oder auch nicht spielen. Doch, vielleicht. Nö. Ach so, nee, Mima möchte lieber in vorn provozieren. Und Arisi geht runter und kümmert sich um den Garten. Dann ist er morgen 7 Uhr. Halleluja. Chatte doch einfach nett und provoziere nicht. Nein, Mima Unwohl möchte ihn vorhin provozieren. So, Ara, wie geht's dir denn? Oh, Ara ist ordentlich müde. Ja, da schlaf noch ein bisschen. 2 Tage, oder? Plü, wie geht's dir? Plü schläft und hat sonst nicht. Oh. Also irgendwann erreichen wir auch mal Level 6, da kommen die Fähigkeiten. Plü, irgendwann mal. Batzel, wie geht's dir? Batzel muss dringend auf Klo. Aber hat noch nicht ausgeschlafen. Na schön. So, oh, Arisi ist schon fertig mit Ernten. Schön, was hat's denn gebracht? Ja, tatsächlich, die waren schon fertig. Fein. Können verkaufen. Bringt zwar nicht so viel, aber immerhin. Zusammen was 600, 700 ungefähr. Oh, was hat die denn alles dabei? Verdorben von Are und nochmal verdorben von Are. Könntest du ja mal irgendwie. Oh, es ist müde. Hätte ja auch mal ins Bett gehen können. Okay. Schöner Donnerstagmorgen, 8 Uhr.
Arisi schläft. Was war das gerade? Batz muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja. Könntest du ja vorher vielleicht nochmal aufs Töpfchen gehen? Hm? Ich glaube, wir wecken ihn gleich mal auf. Herr Projektmanager. Sieht ja gar nicht so übel aus, leistungsmäßig. Um Batz haben wir uns lange nicht mehr wirklich gekümmert, so. Aber alles bestens, bis auf die nicht gemachte Tagesaufgabe. Fein, Batzel. Ja, Batz, geh mal auf Toilette. Also, geh jetzt mal auf Toilette. Ich schaff das ja noch vorher was zu essen. Ne, ich schaff das nicht mehr. Ja, schön. Dein Morgen, Pipi. Ach, Mima redet wieder mit ihren Freunden. Mein Freund, der Tisch. Er ist so fantastisch. Fantastisch. Ja. Der Fantastisch. Oh, so könnte Ikea mal einen Schreibtisch nennen. So, ein Batzi geht's aber, sehr gut. Hab ich da eben irgendwo was blubbern gehört? Ist wieder irgendwo was kaputt? Wo ist was kaputt? Wo ist was? Oh, da tatsächlich. Lalas Toilette ist kaputt. Aber müssen wir wohl irgendwann mal den Repair-Service rufen. Ja, also das haben wir mal. Was ist da denn gemacht? Wo musst du denn zur Arbeit? Achso, er ist ein Twitter. Ja, lassen wir so mal schlafen. Ja, dann wird Lala mal den Reparaturservice anrufen müssen. Wenn sie wach ist. Ach Gott, Mima ist aber schön glücklich. Das ist ja eigentlich, könnte man dann ja mal... Wollen wir ein bisschen was malen? Ja, jetzt. Was haben wir denn hier? Achso, die Meisterwerke. Ja, nee, die behalten wir als Kapitalanlage. Mann, und alle haben diese komische Kartontanzfläche. Kriegt man die... Kriegt die jeder? Was soll das? Wo kommt die her? Kriegt man die, wenn man ein bestimmtes Level der Tanzfähigkeit erreicht, durch die neue Erweiterung? Hat die denn jeder? Achso, Batze ist bei der... Ja doch, Batze hatte die, das war... Plü hat... nee. Und Mima muss zur Arbeit. Ja, viel Spaß mit. Ach, hat sie auch nicht. Hm, komisch. Naja. So, Mima geht auf jeden Fall brav zur Arbeit, das ist schön. Donnerstag 10 Uhr. So, und Arisi ist wach und hat das Waschbecken kaputt gemacht. Oh, guck mal, Arisi, dann können wir ja mal den Reparaturservice anrufen. Dann repariert er auch gleich Lalas Toilette. Ja, ist schön. Hallo? Ja, hier ist was kaputt, hören Sie? Ja, 10.37 Uhr und wir haben 10.26 Uhr. Ja, schön. Da stimmen die Zeiten sogar mal. Im Livestream auf dem Apartment-Gelände, da erzählen die immer, ja, Reparaturkraft erscheint so und so. Und in-game ist, also die Zeit stimmt dann gar nicht. Also ist dann schon weiter, aber auch egal. Oh, ich kann sauber machen, bevor der Repairman kommt. Achso, haben wir denn jetzt wenigstens immer noch unsere Haushaltshilfe? Oder ist die... Die muss ich doch neu einstellen. Mann! Ich hab doch neu... Warum muss ich denn das jetzt schon wieder machen? Muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich diesen... Fuck! Spielstandladen neue Hausfrau engagieren? Also Putzhilfe meine ich. Das gibt es doch nicht. Nee, doch, hier, Reinigungsservice abbrechen. Wir haben ihn noch. Der Reparaturservice gerade da, den können wir abbrechen. Reinigungsservice können wir auch abbrechen. Aber wenn nicht, alles gut. Weil nach dem letzten Patch hatte sich ja alles Personal entlassen. Und ich hatte das ja wieder eingestellt. Also es ist eingestellt, alles gut. Aber müsste es dann nicht auch da sein? Weil, also, ich meine, das wäre doch dann jetzt... Es ist in der Woche und vormittags, 11 Uhr. Müsste dann jetzt nicht irgendwie... Oh ja, doch, da! Und wir haben sogar den Hausboy wieder. Also er ist nicht komplett gelöscht worden, er hatte nur das Arbeitsverhältnis beendet. Jetzt haben wir ihn wieder. Sehr schön, hier. Tobias Schwarz.
Der Tobi. Ja, schön arbeiten, du. Fein. Alles gut. Ich überlege mir schon bald ein MMORPG zu Let's Playen, weil da muss man sich nicht immer mit Spielständen rumärgern. Das ist so ein Krampf hier. Ich habe schon stundenlang damit verbracht, hier für das Let's Play Spielstand hier wieder so hinzukriegen, dass es halt, dass man die nächste Folge nahtlos an die davor anschließen kann, weil immer so viel nicht funktioniert und verbuggt und dann halt anders ist. Dann muss man es reparieren, dann funktioniert das wieder nicht. Das ist ein Mist. Dabei spiele ich sogar schon nur mit Spiel-Content, also kein einziger Custom-Content-Gegenstand. Und trotzdem, auch da hast du schon genug Ärger. Also Leute, die sich gerne mal aufregen, denen kann ich nur dringend davon abraten, sich dann zusätzlich auch noch Custom-Content in das Spiel reinzupacken. Dadurch geht nämlich noch mehr schief. Das ist echt ein Mist. Und das schon bei Teil 4 der Serie. Also ist ja nicht mal der erste Teil, wo man sagen könnte, okay, da müssen sie noch ein bisschen üben. Teil 4 und so viel funktioniert immer noch nicht oder genauso schlecht wie in den Teilen davor. Ach man. So, Repairman hat repariert. Sehr schön. Hat er denn auch repariert? Lalas Toilette? Ja, fein. Sehr schön. Wenn Lala aufwacht, ist ihre Toilette wie von Zaubern repariert. Das waren die Meißelmännchen. So, und Plü macht alles dreckig. Das ist ja fein, Plü. Mann, Mann. Und alles ist runtergefallen, aber er ist es trotzdem. Yeah. So, Lala ist wach und benutzt direkt die neu reparierte Toilette. Oh, und der Hausboy ist noch drin. Ja, wie soll er denn sauber machen, wenn du nicht... Er macht ja sauber. Ja, geht hier raus. Oh, er hat sogar geschafft, alles klar. Dachte, sie schmeißt ihn raus, bevor er fertig ist mit Wischen, regt sich dann über die Pfütze auf. Sehr schön, haben sie schön gemacht. So, hier, Tobias, arbeiten Sie mal bitte weiter, ja. Wart der sie jetzt so lange, was will er denn noch im Bad? Ich will ja irgendwas putzen, aber es ist eigentlich alles sauber. Oh, wahrscheinlich ist er traurig, dass Lala ihn rausgeschmissen hat. Er hätte dir gern beim Pinkeln zugeschaut. Perverser. Oh Mann, Lala ist voll aggro. Wieso? Wahrscheinlich wegen dem Hausboy. Gott, Lala, ganz ruhig. Beruhig dich! Hat funktioniert jetzt. Es ist nur noch unwohl. Fräulein Unwohl. Ha, Jatzebuh. Was ist denn gemacht? So, Plü hat sein komisches Essen gegessen. Was war das denn? Was hat er sich gemacht? Oh, und Arisi putzt mit Elan. Hier, weil Plü da alles Dreck gemacht hat. Ich kann nicht mehr sehen, was Plü gegessen hat. Egal. Gott, was ist das denn für ein Gesicht? Ja, war nicht gut, der Salat, hm? Oh, Schimpfli. Oh Mann, Pli, du bist wirklich ein Komiker. Das war lustig. Und Lala jammert über den Mief, oder was? Ja. Und er guckt sich Plüs Po an. Ja, guck mal, Arisi macht nicht so viel Dreck beim Kochen, Plü. Hast du schön sauber gemacht. Ja, Arisi gefällt die neue Küche. Hm? Ja. Aber bis jetzt hat noch niemand Tee getrunken, ne? Haben anscheinend keinen Teetrinker hier. Ach Gott, geht das mit dem zu heiß wieder los? Das lernen sie irgendwie nicht. Ja, heiß, hm? Hast du dir wieder heiße Nudeln gemacht? Was ist denn da? Ne, Makaroni und Käse. Hm, lecker. Hm. Ja, schön. Und auch wieder heiß. Ja, das ist aber auch blöd, wenn das Essen so heiß ist, ne?
Ja, aber ich esse es trotzdem. Ich hab's gekocht, ich esse es. Ach so. Ja. So, Lala produziert in Foren, ja. Aha, Granka. Ja, Granka, hast du fein gekocht. Ist die beste, größte Fernsehköchin der ganzen Welt. Und plus glücklich zur Arbeit. Meine Güte, jetzt erwarten können, bis es ein bisschen abgekühlt ist. Oder kommt der Hausbau? Yeah! Na, das ist Service. Gerade fertig, schon mit der Teller abgeräumt. Hervorragend, Dankeschön. Tobi ist unser Bester. Ein bisschen dünn, ne? Aber sie könnte mal für ihn kochen. Oh ja, guckt ja ganz schön unlustig. Ja, und jetzt bitte noch die Kaffeetasse. Eine Kaffeetasse? Nee? Oh, Risi geht eine Runde kickern. Ja, fein. Oh. Risi hat Spaß. Das ist schön. Oh, was war schon wieder? Marco Finno. Arisi anscheinend sehr mit sich zufrieden. Aber ist aufgewacht. Ganz schön lange geschlafen. Da kommt direkt Arisi und will mit ihm reden. Na, der freut sich bestimmt. Oh ja, und wie er sich freut. Er geht einfach weg. Er geht grillen. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu reden. Ich muss grillen. Morgens brauche ich ein Würstchen. Also, ja. Oh, Frühstückseierlei. Gar keine Würstchen. Da läuft der Hausboy. Wo will der denn hin? Aber Arisi lässt sich nicht abschütteln. Ja, bleib hartnäckig, Arisi. Ach, ich geh doch lieber Musik hören. Das Handtuch verschreckt mich irgendwie. Aber lass dir nichts erzählen. Du siehst sehr gut aus in deinem Handtuch. Stattlicher Mann wie du kann ruhig mal was zeigen. Hm, lecker. Das ist also direkt eine Familienportion. Achso, er hat für alle gekocht. Mann, der hat sich schon einen riesen Teller gemacht. Frühstücksalter, Qualität gut. Naja, besser als nicht gut. Mal sehen, wer zum Essen kommt. Risi geht lieber Musik. Tanzen. Musik hören und dazu tanzen. Ja, ich tanze Musik. Ich tanze meinen Namen. Ja, fein. Und jetzt gehen wir dann doch lieber schlafen. Nickerchen machen. Ja, irgendwie hat sie die Nacht nämlich nicht so wirklich geschlafen. Und Ara guckt sich sein Essen an, überlegt sich, was er da machen könnte. Und schließlich, ich esse es. Das ist eine gute Idee, Ara. Das ist hervorragend. Ja, lass dir mal schmecken, Ara. Hm, lecker, Frühstückseierlei. So, ansonsten ist nur Lala da und Lala kommt auch und holt sich was zu essen. Das ist ja schön. Dann wünsche ich ihr, und es ist anscheinend wieder sehr heiß. Und Hausbau ist fertig. 160 Simoleons. Oh. Naja, ist ja ein großes Haus. Na gut. Dann lasst es euch mal schmecken, ihr beide. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Mal gucken, was dann wieder alles verpackt ist. Und bis dahin, tschö! Ah, puh. Dag, Dag. Lieber. Chabin Durkim. Ah, Solsham. Vanuka Doi. Ja, you know me.